bam, 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 bam. Hat noch nicht mal Cardi Hugo, ich Cardi Hugo hab den schon alle geunschaltet. Ja. Hat der ja 2.000, 3.000 Gold gehabt, so. Ich glaube auch einer der Gründe, warum die echt aktuell, also oder Probleme haben, also echt zu nerven, also so spät, ist der Grund, dass Rito sagt, ja, echt hat ja, ist ja eigentlich gut gebalanced, weil sie Counterplay hat. Weißt du, was ich meine? Hm? Hm, viel Spaß. Ihre Unmobilität, weißt du, was ich meine? Das, ist ja, das ist ihr Counter. Und da sagt wahrscheinlich Rito, ja, eigentlich ist sie ja counterbar, weil sie so unmobil ist. Nee, komm, wir packen mal jetzt meinen absoluten Main aus. Mit mir die Gold 1 Promo kommen, da war ich noch nie. Abfahrt. Es sei denn, das Team ist wieder so komplett ekelhaft. Dann er war einfach gucken nur die Gold 1. was? Hab nicht gedacht. Du hattest auch schon deine richtig, richtig beschissenen Games. Ja, aber trotzdem war ich schon mal Gold 1. 1-11 war das, ne? Fuck mal live, Alter, das war so ein scheiß Game damals. Was, 1-11? Ja. Ich stand mal 0-16. Ja, ich stand ja 1-14 mal mit wem? Ich stand da mal 0-16 echt gegen Kasadin, das weiß ich noch. Kasadin ins alle gewohnt hat. Hm. Allerzeit bereit, eieiei. Der deutsche Midlaner, würde ich sagen. Bauer John. ja. Meinst du Remates? Ja, ja, wir haben doch gleich einen Clan-Tag. Bauer John und allzeit bereit. Allzeit bereit. Ah ja, da ist es, ja. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, sorry. Bauer John ist besser. Sicher mit dem Bauern schon. Was? Spielt der Typ zum ersten Mal League of Legends? Okay, ist das ein Check? Schon. Ja genau, Nami ist ja kein Peel-Supporter. Du hast absolut ja, recht. Ja, aber da kann mich ja trotzdem stunnen. Ich hasse solche Champions, man. Fick, Ari. Drückt einfach RE, Alter. Bitteschön. Ja, hallo, ja, noch besser hier. Weil du es bist. Oh, ja, noch besser. Chanda ist fein hier in dem Matchup, denke ich. Allzeit breit auch. Jetzt komme ich. Da war er. Und es hat. Wieso bannt man so, ne? Die wurde genervt. Und generell finde ich die eigentlich useless. Ich mag sie eigentlich, aber sie ist halt einfach schlecht. Leider. Leider, leider, leider. Ist useless. Oh, stimmt ja, wenn wir jetzt. Oh, Leute, wir müssen zwei Games in Folge jetzt. Nee, drei Games in Folge jetzt gewinnen, weil dann kriege ich ja mein Caitlyn-Game. Oh. Dann kriege ich mein Caitlyn-Game. Was? Ich kenne den Champion schon. Hab den nicht. Mhm.
Tja, du hast es ja gesagt, ne? Alter, der Morgana-Skin im Splash-Art, wenn der nur ein bisschen so in-game aussehen würde, Insta-Boy. Also, ich würde instant kaufen. Ihr würdet 500 Euro ins Geld in das Spiel stecken, nur um den Skin zu haben, wenn der in-game einfach besser aussehen würde. Das ist wie der Vayne-Skin, der eine. Splash-Art sind so Porno, Mann. Willst du einfach haben, aber. Also nicht der Vayne-Skin. Ein anderer. Aber so in-game einfach potent hässlich. Geiles Matchmaking. Vayne ist Platin 4. Und Morgana ist einfach Gold 5. Ja, und was holst du rum? Ja, ist einfach, wenn ich die Vayne schon übertilt mit so einem Gold 5 Lappen zu spielen. Ja, nice. Richtig gute Einstellung, gut. Ja, wenn ich Platin 4 bin, erwarte ich doch mindestens einen Gold 1 Support, Alter, doch kein Gold 5. Ja, die Spannweite ist halt eben hoch, das, so ist das eben. Einfach die gesamte MME hat gepasst und dann wurde sie halt reingeworfen in das Game. Weil die MME vom Vayne ist scheiße. Deswegen ist die da unten drin. Kann ja auch sein. Oh, das spielst du mal ohne Hexlash-Jenner, Mann, Alter. Ja, jetzt hast du eine Cola für dich. Ja, deswegen ist es ja auch instant lose, das Game. Ich hab's mal riskiert, um zu sehen, ob es wirklich daran liegt. Ich bin jetzt echt gespannt. Also, Bauer. Don. Ich finde den Namen einfach so geil. Jetzt ist er kein Deutscher, das wäre es halt. Jo, kein Plan. Alter, ist der Komp irgendwie. Oh shit. Ich wollte eigentlich sagen, ist der Komp irgendwie kleiner geworden? Ja, ich hatte das Gefühl bei den Golems auch. Ja. Guck, schaut ihn euch an. Der ist einfach. Man sieht auf dem Splash halt quasi nur das Beste. Und davon siehst du halt einfach. Jetzt hier in-game nichts. Weil der restliche Shit von dem Skin überwiegt. Die Morgana hat 31 AP, die hat keinen Bock auf Support. Also auf Resistenzwerte. Die denkt sich so, YOLO. Oder Gold 5. Ah. Nice Minion Snipe. Denk dran, du musst auf der Lane agieren, ne? Ich bin hinten und drück E. Und dann gewinne ich damit die Lane, ne? So war das doch bei Jonna. Take Move, macht wieder Ärger. Man hat keine Lust. Sehr nice. Es hat sich gelohnt. Das war gut. Jetzt ist Jax behind. Oh mein Gott. Ich dürfte kein Ranked spielen, Alter, ich bin nicht auf der Höhe.
Oh mein Gott, mein Auto Take Move, weil sie Q gemacht hat auf dem Minion. Unlucky Take Move. Sag mal, echt, Auto Take Range ein bisschen buffen. Morgana wird mal richtig, dass die Gold 5, die man gegen gar nichts, Alter. Ja, lol, sie hat ja auch eine Vayne an ihrer Seite gegen eine fucking Ash. Was würdest du denn als Vayne gegen Ash machen? Ah ja, warte, da war ja was reingehen. Geht doch über die Morgana. Die Ash ist, die Vayne ist ja klar, das ist nicht mehr. Die Morgana, die macht ja nichts, die tut ja nicht mehr weh. Die läuft hin und her, macht einmal das. Guck mal, weil du es gecallt hast. Hör auf, so eine Scheiße zu sagen. Attack halt ein bisschen mehr die Vayne, das wäre halt übel sneaky. Kann die Vayne nicht attacken, guck mal, wie weit die weg ist. Reported. Einfach deine Auto-Attack Range instant reported. Ich hab halt eine Auto-Attack Range, Alter, wie ein Pferd. Warte, doch. Jetzt hätte Kate den picken müssen. Ein Last Hit für Vayne, ein Auto-Attack von Kate. Das hat schön wehgetan. Trinket ist abgelaufen. 55 erst wieder. Denke ich dir. Guck mal, wie die scripted. Das Gold 5 Lappen. Da kommen wir jetzt wieder runter. Was ist doch so? Gold 2 Squad. Ja, und? Beleidigt sich selber, Alter. Heftiger Hase. Ich nehme mein richtiges Ich in Schutz. Mein wahres Ich ist Gold 5. Still Gold 5. Weiß ja jeder. Ich will ein bisschen mehr Action machen hier. Kann ja nicht sein, dass wir die hier free farmen lassen. Wo wären wir denn dann? Fuck, die Vayne. Vayne kann nicht pushen. Daher muss ich kommen und die Wave dann nochmal richtig pushen. Kann sie freezen. Weil die haut ein Q rein. I call it. Da kann man. Da gar mal die Q. Du bist sogar 2 CS behind, RIP. Ja, guck mal, was für ein Wavefish bekommen. Ja, das stimmt. Oh, war das eine Mieze? Ja. Nice, Miezenbonus. Sick. Jetzt muss hier raus. Na 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 na. Als Meme. Na 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 na. Hey, ich bin hier. Ja, ich würde sagen, da würde ich ja wieder als Supporter übelst tilten. Wenn da eine 2-0 Plonk auf meine Botlane kommt und mich einfach wegschnetzelt. Jetzt hat sie wieder ihre... Nee, jetzt hat sie es wieder nicht auf. Hä? Wann zieht sie es denn auf und wann nicht? Ich check das nicht. Ja, gleich ein Schild, ich muss die Minions. Kann ich mal ein bisschen tanken. Richtige Tryharder am Freezen. Kann ich pushen. Don't report me, I'm a kid.
Okay. Ah, Flash für Flash war worth it. Shyvana hätte einfach ulten müssen, dann wäre sie gestorben. Darauf habe ich eigentlich gewartet. Als sie genockt war an der Wand, hätte sie ulten müssen. Dann hätte sie instant flashen müssen. Ich habe ja ein bisschen gewartet, bis sie flasht, damit ich meine Arrow besser platzieren kann. Dadurch konnte sie halt dein Arrow einfach flashen. Aber es ist okay. Eigentlich wollte ich die Vayne haben. Man sollte solche Plays eigentlich auch nicht machen. Gerade nicht gegen Morgana, aber. Why not? Bisschen zeigen, wer hier, ne? Der Lane ist. Der Juggernaut ist back. Wer kommt denn da? Oh, hallo. Ah, hallo. Einundvierzig Exhaust, 50 Ult. Jax, gerade am Römer. Ich habe einen Pink platziert, damit wir ein bisschen Vision haben. 30 Ult, wir müssen aufpassen. Ich hab noch Ult. Ziehen Exhaust. Not bad. Da ist er. What? Oh. Durch die Linien durchgesniped. Hitbox ist echt. Oder? Fragen Sie. Ich finde es immer lustig, wie die Leute sich immer wieder erneut aufregen über die Hitbox vom Organa-Q. Der hat sich doch nicht verändert. Der war doch schon immer so. Oh Gott. Was? Ja, sicher. da hat er sich... Mit dem Sidestep vom Gold 5 Spiel habe ich nicht gerechnet. Da hat er sich den Kill von der Hand nehmen lassen. Oh, hallo? Oh. Ich hab nix. Hier, du hast Autodeck, das reicht hier. Nicht wahr? Ja, aber ich hab 0 Mana. Hätte ich mein Q gehabt, hätte ich sie eventuell killen können. Falsche Seite. Das brauche ich nicht. Habe eine Jenna weiter. Ohne sieht einfach so sexy aus wie Flamio. Hm? Ohne sieht so sexy aus, dachte ich. Mhm. Call of Duty Drohne. Mein Turret. Jetzt habe ich Top-Lane geguckt. Ja, ne Blanc. Oh, ups. Oh! Oh, meine Augen. Okay. Problem mit der Wilma Fiora, Mann. Ja. Weil weiß auf jeden Fall, was für Items man kaufen muss gegen Elf. Da gibt's nicht viele Items, ich muss sie einfach zu richtigen Zeitpunkt neckbocken. Muss einfach Reisstil kaufen. Mit meiner, weil dann kann ich nämlich nicht mehr poken. Ja. Warum? Warum zur Hölle frisst du den Cube? Kommt eine Ahri.
Schade. Hättest du Flash gehabt eigentlich für den letzten Flash Out Attack? Ja, ich wollte nicht, ich hab gedacht, ich stimme sie. Komm schon, kriegen wir irgendwas? Danke. Dankeschön. Sehr schön. Call me Senpai, please. Das war unerwartet. Man hat gesehen, mein Team war nicht drauf vorbereitet, aber. Das musste sein. Ich war auch nicht vorbereitet, dass du jetzt auch die Beine in mein Gesicht kickst. Ja, ich, du, da war Shyvana und LeBlanc. Also, ich war mir sicher, dass das alles fein ist. War es ja auch im Endeffekt. Die hatte keine Chance. Und wir müssen das, wir müssen halt sowas gerade machen, weil wir müssen hier wegkommen. Geh, 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 geh! Oh. Ich kam nicht mal weg. Ich hatte zwei Auto-Attacks auf mir drauf. Oh, der Auto-Attack. Nee, du hattest zwei Auto-Attacks auf dir drauf, aber du bist dadurch, dass du nicht gemoved bist, hat sie halt den dritten drauf bekommen. Sie hatte kein Q. Sie hatte zwei, drei Schritte gemacht und dann hat sie dir erst den Auto-Attack verpasst. Ich habe extra den Q für dich abgefangen. Ich wusste ja, dass der Q kommt. Aber ist doch egal. Das war worth it. Alles fein. Ich meine, du musst ja wissen, ob du da wegkommst oder nicht. Also von daher. Es sah nur so aus. Schade. Ich finde die Ulti ist echt verwirrend mit dem Skin. Sieht halt nicht nach einer Ulti aus. Fioras gefiedert as fuck, Alter. Sagt der Fioras gefiedert as fuck? Ja, die waren noch ein Block auch. Wir haben zwei gefiederte, die ein. Und du stehst ja bei mir, wenn sie reinspringt. Oha, Digga, diese Morgana, die drückt ja, Alter. Ja, die ihre Items an, die gibt einen Fuck auf Support. Sidezone kennt die nicht. Sieht ja meine Eichel fast, ne? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Fuck. Der kam viel zu spät. Sterbe ich deswegen. Was war bad. Bin ich wieder schuld, dass ihr beide dann sterbt, weißt du? Ich hab gar nichts geblamed. Aber lol, das war einer. What the fuck? Ich glaube, wir haben gerade die Vayne zurück ins Spiel gebracht. Kappa. Aber ihre Items sind terrible as fuck. Kommt von unten. Warte auf ihren Black Shield. Mm-hmm.
töten. Na, 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 na. Nice. Jetzt wird das Spiel ein bisschen intenser. Nimmt auf jeden Fall an Fahrt auf. Also die Runde. Den Scheiß hätten wir auch tanken können eigentlich. Sehr schön. Und für Ross gepusht. Schreibt immer noch wer oder was? Ich hab eigentlich niemanden gemutet. Fuck, kann man wenig durch? Doch, mein Weg kam durch. Doch, doch. Ja, sie hatte noch Sprung, ja. Sprung Q und dann. Ja. Ich hab halt nicht gedacht, dass sie noch einen Sprung hat. Ich habe noch Exhaust und Schild. Lass weggehen, statt meine Affinity. Wayne lebt wieder. Ich glaube, wir hätten ihn kriegen können. Das wäre jetzt dumm. Der Tower wäre echt wichtig gewesen. Also nicht wichtig, aber er wäre gut gewesen. Aber wir kriegen ihn ja noch. Hm. Früher oder später, wer pinkt denn da so krass? Wir warten kurz. Ich habe kein Pinkwort. Doch, ich habe ein Pinkwort für die Wayne. Alles fein. Schießen, ob sie streifen. Weiß ich nicht. Das war dumm von mir. Das war unwichtig, dass sie da drin sind, aber ich wollte trotzdem gucken, was geht. Jetzt bist du tot. Hä? Wie kann ich stunt, während ich einen Auto-Pick mache? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe das gesehen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du mit deinem Auto-Attack slowst und wenn du CC auf ihrem E nutzt, dann stunst du dich selber. War das nicht so? Oder gilt das nicht für Slows, also für leichte CC-Varianten? Keine Ahnung, Dude. Ja, jetzt muss ja, ne? Man hat es ja gerade perfekt gesehen, ich hab's auf Band. Du wurdest CC'd, weil du sie Auto-Attackt hast.
Morgana spielt. Ja, die geht jetzt auf Sonja. Nee, sieht aus wie Morellos. Nee, Sonjas. Sonjas wird ja auch jetzt durch das Codex gebaut. Durch Codex, ja? Okay. Ich habe ja vorhin so ohne Sonjas. Das war dumm von ihr. Ja, für die, die sich fragen, sie hätte nicht nicht ihn dürfen. Einfach so random. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Scheiß Drecksplit-Pusher, Alter, das gibt's doch nicht. Das ist mein Q-Stang, ich mein Q. Wir haben noch genug Zeit eigentlich und wir sind viel stärker. Hast du einen Finger? Nice, 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 nice. Okay, ich sollte hier weggehen. Joke. Eigentlich hat Darius recht. Da, scary zu sein für nix ist doof. Ja, die haben mich da gepingt. Ja, ich weiß. Boah, dass die Minen jetzt kleiner geworden sind, Mann. Ja, generell habe ich das Gefühl, dass irgendwie Objekte kleiner geworden sind. Das ist richtig dämlich. Wir sollten top pushen. Damit deffen wir unseren beschädigten Inhib. Das ist richtig worth it. Das ist halt einfach irgendwie dumm, so. Keine Ahnung. Sind doch so viel stärker.
dir alles fein? Du läufst in die Base, sieht ein bisschen laggy aus. Ja, ich kauf mir ein. Okay. Ich verstehe es halt nicht. Der gegnerische Inhibitor wird bald wieder aufgebaut. Komm, Chivana, krieg wenigstens irgendwas. Ich muss leider den Pink hier reinsetzen. Hä, wieso setze ich den Pink da rein? Oh, ich bin so gut, Alter. Wir haben noch Baron Buff. Oh, ich bin richtig viel nervös. Ich war noch nie so nervös wie aktuell. Keine Ahnung, warum ich mir in so einem Game jetzt auf einmal so. Puh. Wenn ich so ein fucking Promos bin ich. Na, wenn wir das gewinnen, bin ich Promos Gold 1, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum ich deswegen jetzt so nervös bin. I don't get it. Hast du ein Arrow vielleicht für einen Catch hier? Ich hatte Ulti, aber hätte ich geultet, hätte ich sie direkt zu dir geschossen. Ich hätte dich getötet mit meiner Ulti. Das wollte ich natürlich nicht. Und wir kriegen wieder nur einen hin. Ich würde jetzt was Böses zum Dario schreiben, mache ich aber nicht. Der Typ interessiert mich nicht. Er redet von 3 gegen 2, der Check steht 7-10. Das ist von Sets her nicht gut, aber der deletet einfach irgendeinen von uns. Und die Vayne ist halt auch nicht zu unterschätzen mit den Items. Dann machst du einen Fehler und dann gibst du einfach wieder Free Kills ab oder so. Ist nicht worth it. Also, es ist halt so ein Game, wir hätten das Game schon gewinnen können und wir machen es so, dass wir ein 5 gegen 5 spielen, irgendein Fehler passiert, wir werden übelst gewaped und verlieren das Game. Der auch noch Base, Alter, wird er mich alle jetzt verarschen oder was? Guter Call, ja, Alter. Pass auf, die kann da drin stehen. Okay. Wo ist sie? Sind die beide geflasht, Alter? Du hast die beide nicht getötet? Lol. Okay, egal. War worth it. Good job, good job, good job.
Bleiben wir einfach beide so lange wie es geht und flashen dann. Diese kleinen, kleinen Raben. Komm, das Ende. Weg mit den Minions. GG. Das ist dann die Gold 1 Promo ab jetzt. Das wird spannend. Spannend, Digga. Oh, Digga. So spannend wie der neueste Kinofilm, Alter. Hab dich dabei lustig zu machen. Was wirst du reported? Ah, ich bin so oft gestorben. Kein S. Unlucky. Alles sieht jetzt gut aus, bis auf die Tode. Ja, okay, S minus, aber es hilft mir nicht. Oh, ein Tod weniger. Ich glaube, ich hätte S bekommen. Ja, ich krieg nie meine S zusammen. Feels Batman.